Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 78, Dinner for One. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Bald ist das Jahr wieder vorbei, ein neues Jahr beginnt und wie auch in vielen anderen Ländern der Welt feiert man auch in Deutschland natürlich Silvester. Aber in Deutschland gibt es für Silvester eine ganz besondere Silvestertradition. Die Deutschen schauen am 31. Dezember Dinner for One. Dinner for One ist ein lustiger Sketch. Fast jeder in Deutschland kennt Dinner for One. Und in dieser Folge möchte ich euch mehr über diese besondere Silvester-Tradition in Deutschland erzählen. Was ist das? Was passiert da? Was hat das für eine Geschichte? Also, bereit? Los geht's! Dinner for One. Das ist ein englischer Titel. Es gibt aber auch einen alternativen Titel, der lautet Dinner for One oder der 90. Geburtstag. Und Dinner for One ist ein Sketch, ein lustiger Sketch, der 18 Minuten lang ist. Erfunden, ausgedacht hat diesen Sketch Laurie Wiley. Und in dem Sketch gibt es zwei Schauspieler, nämlich einmal Freddie Frinton und seine Partnerin May Warden. Zwei englische Schauspieler, zwei britische Schauspieler. Der Sketch wurde 1961 für das Fernsehen in Schwarz-Weiß produziert. Und zwar wurde der Sketch für den NDR produziert. Das ist der Norddeutsche Rundfunk, ein Regionalsender in Deutschland. Und zum ersten Mal lief dieser Sketch damals in der Sendung Lassen Sie sich unterhalten. Der Regisseur des Sketches war Heinz Dunkhase. Und es gibt eine Einleitung, die wird von Heinz Pieper gesprochen. Bevor ich euch mehr über die Geschichte erzähle, erzähle ich euch erstmal, was in diesen 18 Minuten passiert, in diesem Sketch. Am Anfang des Sketches gibt es einen Conferencier. Ein Conferencier ist eine Person, die am Anfang einer Show die Leute begrüßt und erzählt, was gleich passieren wird. Der Conferencier gibt eine Einleitung und er erzählt, dass es eine reiche Frau gibt, Miss Sophie. Miss Sophie feiert ihren 90. Geburtstag. Und wie in jedem Jahr hat sie auch in diesem Jahr ihre vier besten Freunde eingeladen zu einem Geburtstagsabendessen, zu einem Geburtstagsdinner. Die Gäste sind Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pomeroy und Mr. Winterbottom. Das Problem ist, diese vier besten Freunde sind alle schon lange verstorben. Der letzte davon vor 25 Jahren. Und deswegen sitzt Miss Sophie alleine am Tisch. Und Miss Sophie hat einen Butler, der heißt James. Und dieser Butler James springt dann für die Gäste ein. Das heißt, er übernimmt die Rollen der Gäste. Er tut so, als ob er zum Beispiel Admiral von Schneider oder Mr. Pomeroy sei. Ja, der Butler James hat viele, viele Aufgaben. Der muss nicht nur das Essen servieren, es gibt Suppe, es gibt Hühnchen, es gibt Fisch, sondern er muss auch Getränke servieren. Und zwar hat Miss Sophie alkoholische Getränke ausgewählt, Sherry, Weißwein, Portwein und Champagner. Und der Butler James geht dann immer um den Tisch herum, schenkt dem Gast Alkohol ein. Ja, er kippt zum Beispiel Champagner in das Glas des Gastes. Und dann tut James so, als wäre er der Gast und
Er spricht einen Toast aus auf die Gastgeberin, auf Miss Sophie. Zum Beispiel imitiert James dann Mr. Winterbottom und Mr. Winterbottom sagt: Cheers, Miss Sophie! Ja, und das Witzige ist auch, James muss nicht nur die Gäste nachahmen, er muss sie nicht nur imitieren, er muss auch die Gläser austrinken. Das heißt, James muss sehr oft um diesen Tisch gehen. Er serviert immer mehr Alkohol, er schenkt immer mehr Alkohol ein und muss ihn selbst trinken, denn er imitiert ja alle Gäste und alle Gäste trinken natürlich Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein. Und James wird natürlich immer betrunkener. Ja, sein Verhalten wird immer seltsamer, immer absurder. Nach dem 15. Glas trinkt er aus Versehen auch aus einer Blumenvase. Er trinkt nicht den Alkohol, sondern das Wasser aus einer Blumenvase. Und das Ganze ist super witzig. Und in dem Sketch gibt es auch mehrere Running Gags. Ein Running Gag ist ein Element in der Komik, ein Witz, der immer wieder wiederholt wird. Das ist ein Running Gag. Und davon gibt es mehrere. Zum einen gibt es ein Tigerfell. Ein Tigerfell liegt auf dem Boden. Und dieses Tigerfell hat einen Kopf, einen Tigerkopf. Und James stolpert sehr, sehr oft über den Kopf dieses Tigerfells. Insgesamt stolpert er 11 Mal über den Kopf. Einmal stolpert er nicht darüber und ist selbst erstaunt, dass er nicht darüber gestolpert ist. Als er dann aber zurückgeht, stolpert er dann doch. Ein weiterer Running Gag ist, dass James vor jedem Gang fragt, also vor jedem neuen Essen, das serviert wird. The same procedure as last year, Miss Sophie? Also auf Deutsch, der gleiche Ablauf wie im vergangenen Jahr, Miss Sophie? Und Miss Sophie sagt dann jedes Mal, the same procedure as every year, James. Der gleiche Ablauf wie in jedem Jahr, James. Diesen Dialog gibt es 5 Mal. Ganz am Ende des Sketches ist James dann natürlich sehr, sehr betrunken. Und Miss Sophie ist anscheinend satt, hat genug gegessen und getrunken und sagt dann, I think I'll retire. Auf Deutsch, ich denke, ich werde mich zurückziehen. Und James sagt dann etwas unverständlich, er ist schon sehr betrunken, the same procedure as last year? The same procedure as every year. Und dann sagt er noch dazu, well, I'll do my very best. Gut, ich werde mein Bestes geben. Und dabei zwinkert er mit den Augen. Und Miss Sophie verlässt den Raum und James folgt ihr. So, und an dieser Stelle muss ich etwas zugeben. Ich habe diesen Sketch sehr, 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 sehr oft gesehen. Seit meiner Kindheit. Jedes Jahr. Aber es hat, glaube ich, über 20 Jahre gedauert, bis ich das Ende verstanden habe. Ein Freund hat mir das damals erklärt. Er hat mir erklärt, was der Witz am Ende ist. Und ich habe das super lange nicht verstanden. Erst als er mir das gesagt hat, habe ich verstanden, ah ja, das ist so eine Anspielung auf Sex, auf Geschlechtsverkehr am Ende. Die beiden gehen zusammen ins Schlafzimmer. Ja, etwas peinlich. Aber das macht den Sketch jetzt natürlich noch witziger. Wenn ich den Sketch jetzt sehe, ist er noch witziger als vorher. So, wie kam es denn zu Dinner for One? Was ist die Geschichte von Dinner for One? Der Autor des Sketches ist Laurie Wiley und er hat diesen Sketch wahrscheinlich schon in den 1920er Jahren geschrieben. Der Sketch wurde schon ab 1945 in englischen Theatern aufgeführt. Und der Sketch war in Großbritannien ein großer Erfolg und war sehr, sehr beliebt beim Publikum. Und es hat einige Jahre gedauert, bis der Sketch dann nach Deutschland kam. Bis zum Jahr 1961.
1961, am 9. Dezember 1961, lief der Sketch das erste Mal in der Live-Sendung Lassen Sie sich unterhalten. Von dieser Ausstrahlung gibt es leider keine Aufzeichnung. Später wurde der Sketch dann nochmal in einer anderen Fernsehsendung gezeigt und das Publikum in Deutschland mochte den Sketch. Freddy Frinton wollte eigentlich gar nicht in Deutschland auftreten. Er mochte Deutschland nicht wirklich wegen des Zweiten Weltkrieges und hat sich auch geweigert, den Sketch auf Deutsch aufzuführen. Deswegen ist der Sketch auch auf Englisch. Ganz am Anfang war der Sketch gar nicht für Silvester geplant. Das hat sich erst nach einigen Jahren so entwickelt. Erst ab dem 31. Dezember 1972 kommt Dinner for One jedes Jahr an Silvester. In Deutschland hat Dinner for One heutzutage Kultstatus. Kultstatus heißt, jeder kennt es, es ist super beliebt und in fast jedem Haushalt, in jeder Wohnung, in jedem Haus in Deutschland läuft an Silvester Dinner for One. Auch in der Schweiz und in Österreich ist der Sketch beliebt und wird ebenfalls am 31. Dezember gezeigt. In Großbritannien hingegen ist Dinner for One sehr unbekannt und es wird auch sehr, sehr, sehr selten im Fernsehen gezeigt. Es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Abwandlungen von Dinner for One, verschiedene Versionen von Dinner for One. Es gibt Dinner for One in den deutschen Regionalsprachen und Dialekten. Es gibt eine Version in Farbe, die allerdings nicht sehr beliebt ist. Es gibt eine Version mit Puppen. Es gibt spezielle Kinderversionen. Zu Dinner for One gibt es auch noch eine witzige Anekdote. Also eine Anekdote ist eine kurze, oft witzige Geschichte, die in der Vergangenheit passiert ist und die man erzählt. Als der Sketch gedreht wurde, als der Sketch aufgezeichnet wurde, hat der Sprecher der deutschen Einleitung, Hans-Pieper, einen Fehler gemacht. Bevor die beiden englischen Schauspieler ihren Sketch beginnen, gibt es ja eine Einleitung durch einen Deutschen. Und Hans-Pieper hat einen Grammatikfehler gemacht im Englischen. Er zitiert James, er zitiert James' Frage und sagt dann "Same procedure than last year." Und er zitiert auch Sophies Antwort darauf als "Same procedure than every year." Und das ist natürlich kein richtiges Englisch. Das "than" ist keine richtige Grammatik. Dinner for One wurde aber sehr, sehr lange mit diesen zwei falschen englischen Sätzen gezeigt, jedes Jahr zu Silvester. Es gab aber immer wieder Protestaktionen von Englischlehrerinnen und Englischlehrern und anderen Menschen, die Englisch mögen, sodass dann endlich im Jahr 1988 dieser Teil geändert wurde. Man hat eine andere Tonaufnahme benutzt, die man noch hatte. Und jetzt heißt es grammatikalisch korrekt "the same procedure as last year, the same procedure as every year." Also, das war's zu Dinner for One, einem super beliebten Sketch, den fast jeder in Deutschland kennt und an Silvester schaut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de, völlig kostenlos. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich auch unterstützen auf Patreon. Es gibt viele Extras für Unterstützer und natürlich viel gutes Karma. Vielen Dank, bis bald. Ciao, ciao.